Hallo ihr Lieben, viele Grüße aus Costa Rica diesmal. Ihr kennt doch sicher diesen Moment, wo man sich fragt, ich habe schon so viel an mir gearbeitet, ich mache doch schon so viel, ich heile, ich reinige mich, ich meditiere. Warum ändert sich nichts? In diesem Video erzähle ich euch, warum das so ist. Es kommt oft vor, dass ich mit Klienten spreche, die wirklich schon einige Zeit an ihren Themen arbeiten und sich wundern und mich immer wieder fragen, warum verändert sich nichts? Ich mache doch alles, was die Seele will. Ich meditiere, ich fokussiere mich, ich reinige mich, ich versuche mich zu heilen und trotzdem verändert sich nichts. Was ist das? Warum ist das so? Die generelle Antwort, die von den Seelen immer dazu kommt und die ich auch euch heute mitteilen möchte, ist, dass alles, wie alles in unserem Leben, was auch mit unserem Heilungsweg zu tun hat, göttlichem Timing unterliegt. Das heißt, dass hier unsere persönlichen Wünsche, das zu beschleunigen und so weiter, nicht berücksichtigt werden können. Das heißt, alles unterliegt dem Seelenplan, göttlichem Timing und innerhalb dieses Zeitfensters, was für unsere Transformation, für unsere Wachstumsprozesse vorgesehen ist, haben wir das Ganze zu bewerkstelligen. Das heißt, ihr kann nicht Rücksicht genommen werden auf unsere Wünsche in dem Sinne, dass wir sagen, ich würde jetzt gern alles sofort heilen und loswerden. Das geht nicht, weil es nun mal diesen Zeitplan unterliegt. Und das gilt für alle. Bei den einen dauert es etwas länger, bei den anderen ist es eine kurzfristigere Geschichte. Des Weiteren ist es so, dass unsere karmischen Wunden, Emotionen, Muster, die wir noch in uns tragen, auch wenn Leute jetzt vielleicht nicht alle an Karma glauben, dennoch lässt sich sehr, sehr viel in unserem heutigen Leben mit den Konflikten, die dazu gehören, auf diese karmischen Ursprünge zurückführen. Und es ist auch immer so, dass das Karma einfach meist sehr weit zurückliegt oder diese karmischen Prozesse sehr, sehr, sehr vielschichtig sind. Das heißt, bestimmte Muster, bestimmte Probleme, bestimmte Überzeugungen und Wunden, die vielleicht in mehreren Inkarnationen wiederholt als Erfahrungen in unser Leben gekommen sind, brauchen nun dementsprechend auch etwas länger als vielleicht ein-, zweimal meditieren und hoffen, dass es dann weg ist. Nein, es ist wirklich ein Prozess, in welchem wir unsere Wunden lösen, uns heilen und befreien von den Wunden, die wir in uns tragen. Das heißt, auch unser Karma unterliegt hier diesem Zeitplan. Das heißt, wir Menschen tragen in unseren Bemühungen, uns zu heilen und zu befreien und transformieren von diesen karmischen Wunden, dazu bei, dass dieser Zeitplan erfüllt wird. Und dieser kann leider oftmals auch nur so in kleinen Schritten geschehen. Das heißt, so Schicht für Schicht, Schmerzschicht für Schmerzschicht wird abgetragen. Wenn man sich das so vielleicht wie so einen Berg vorstellt und man wundert sich, warum ist dieser Berg noch da? Man hat vielleicht so einen Teil von der Spitze abgetragen. Und dann irgendwann kommt man immer weiter runter zur Basis. Und an der Basis sind dann die älteren Ursprünge, die das Ganze quasi gelegt haben, worauf die ganzen anderen Leben folgten und ähnliche Situationen für uns angezogen haben und die Wunde vertieft haben. Das heißt, wir müssen uns erstmal da durcharbeiten, bis wir dann an der Basis sind und dann dort die Ursache nochmals gründlichst und tiefgreifend bearbeiten. Auch wenn die viele frustriert sind und denken, was soll denn das und wozu und ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Kraft mehr, ich habe schon so viel Zeit aufgewendet, lasst euch gesagt sein, es geht manchmal einfach nicht schneller. Und die Seelen weisen auch immer wieder darauf hin, dass wir das körperlich, energetisch gar nicht wirklich verkraften könnten, alles auf einmal loszuwerden, weil wir sind nun mal im Körper und dadurch, dass wir im Körper sind, dauert es auch einige Zeit, bis der Körper hier nachzieht und diese kleinen OPs an der Seele wirklich auch verkraftet. Das heißt, wir lösen Dinge aus dem Seelenkörper, aus dem Emotionalkörper, aus dem Energiekörper, was auch unser körperliches Wohlbefinden beeinflusst. Das heißt, manche sind nach solchen Auflösearbeiten ganz abgeschlagen, ganz müde, haben Stimmungsschwankungen und so weiter und so fort. All das wird von den Seelen berücksichtigt bei unserem Transformationsweg. Und weil das eben so ist und weil wir im Körper sind, braucht es nun mal auch Zeit, dass wir hier das Ganze verarbeiten können und dass der Körper auch nachzieht. Wenn wir also sehr tiefes, sehr altes Karma haben, was wirklich sehr alte, weit zurückliegende Ursprünge hat, dann brauchen wir dementsprechend auch ein bisschen mehr langen Atem, etwas mehr Vertrauen und Geduld. Manche Dinge brauchen einfach mehr Zeit. Und auch wenn wir es gerne anders hätten und uns mit anderen Dingen beschäftigen würden, die Seelen wissen einfach, was, wann auf unserem Seelenweg, auf unserem Transformationsweg
feststeht und was getan werden muss, und was erstmal erfahren werden muss und getan werden muss, um an diese Ursprünge heranzukommen und um uns zu heilen. Also wisst euch hier in guter Gesellschaft, das geht eigentlich den meisten Leuten so, die sich bewusst damit auseinandersetzen und ihre alten Wunden heilen wollen. Seid ihr also in bester Gesellschaft und versucht ihr ein bisschen diese Dinge im Hinterkopf zu behalten und euch nicht zu sehr zu fragen, wann wird denn das endlich, und frustriert zu sein und das Ganze vielleicht irgendwann über den Haufen zu werfen. Nein, fühlt euch in guten Händen von eurer Seele, fühlt euch gut beraten, die geistige Welt passt auf euch auf, die wissen, was für euch vorgesehen ist in der Hinsicht, wie ihr das wann in welcher Art und Weise am besten transformieren könnt. Und wenn jetzt noch nicht die Zeit ist, alles in seiner Gänze zu transformieren, dann hat es auch seinen Sinn und ihr werdet nach und nach daran geführt. Euer Wille allein, euer Bewusstsein, diese Dinge aufzulösen und euch davon zu befreien, sollte für euch Garantie und Wissen genug sein, dass ihr auf dem besten Wege seid und euch genau an dem Punkt befindet, wo die Seele euch haben möchte. Ihr Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Kraft, Vertrauen auf den weiteren Weg und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.